Warum möchte ich darüber reden? Also Container werden so im Betrieb von Anwendungen immer wichtiger und wichtiger mit der Zeit. Bisher sind, wenn man jetzt so Forrester glauben mag, nur 10% der Anwendungen, die irgendwo produktiv betrieben werden, containerisiert. Allerdings ist ein ganz großes Wachstumspotenzial da, wo das halt Unternehmen sagen und Organisationen sagen, hey, in den nächsten Jahren sollen 50% aller neuen Projekte in Containern zur Verfügung gestellt werden und in Containern betrieben werden. Die Zahlen sind jetzt auch wieder irgendwie 2 Jahre alt, also die sind wahrscheinlich auch falsch, also wie so, oder so gut wie halt so Statistiken und so Umfragen sein können. Nichtsdestotrotz, die Wahrheit dahinter oder der Punkt dahinter darunter ist halt, dass mehr und mehr Anwendungen in Containern laufen, in Containern bereitgestellt werden und auch produktiv in Containern laufen. Und da wird natürlich Sicherheit nicht ganz unwichtig. Wenn man jetzt Container irgendwie betreibt produktiv, laufen die ziemlich oft in Kubernetes als Container Runtime und als Orchestrierungstool. Warum? Das Tolle an Kubernetes ist, dass es einem eine einheitliche Plattform zur Verfügung stellt, wo man jetzt nicht nur Container auf einzelnen Servern starten und stoppen kann, sondern das Ganze auch auf einem Cluster von Servern machen kann. Und das Ganze läuft dann nicht nur irgendwo im Data Center oder in der Cloud, sondern genauso auch auf dem Developer-Laptop, aber auch in so IoT- und Edge-Szenarien, wie ich habe jetzt eine Fabrik und da sind ganz viele kleine Server und Industrie-PCs drin und da muss man ja auch Software drauf verwalten. Und auch da wird mehr und mehr Kubernetes eingesetzt, um eine einheitliche, standardisierte Plattform zu haben, um Container verteilt starten und stoppen zu können, laufen lassen zu können, aber dann auch, um so Sachen machen zu können, wie ein Netzwerk dazwischen herzustellen, sich um Autoscaling zu kümmern, Service Discovery, Health Checks, Load Balancing und so weiter. Das hat dann auch zur Folge, wenn man jetzt gerade in größere Organisationen reingeht, dass es meistens nicht mehr nur ein oder zwei Kubernetes-Umgebungen irgendwie gibt, sondern man ganz schnell ganz schön viele davon hat. Also gerade wenn die Unternehmen jetzt größer und größer werden, dann hat man vielleicht mehrere Standorte, man hat dann mehrere Development-Teams, die wollen vielleicht auch alle ihre eigenen Cluster haben, um andere Development-Teams nicht irgendwie zu beeinflussen. Dann gibt es neben den Development-Umgebungen noch eine Staging-Umgebung und eine Produktiv-Umgebung. Man hat vielleicht ein paar Workloads im eigenen Rechenzentrum liegen, die da aus regulatorischen Gründen sein müssen oder aus Kostengründen sein müssen. Andere Sachen lässt man in der Cloud laufen, weil man da besser skalieren kann. Und spätestens dann, wenn man auch sagt, in ja, so nicht traditionellen Use Cases wie ich manage Software in der Fabrik auf den Industrie-PCs, die da Daten einsammeln von jeder Maschine, die in so einer Fabrik liegt. Oder ich habe die Steuerungsserver von Windrädern, wo ich dann vielleicht auch Software drauf deployen und managen möchte. Dann kommt man ganz schnell dahin, dass man ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Umgebungen hat. Und zwar auch nicht mehr in abgesicherten Sachen wie so einem Data Center, wo am Ende man nicht einfach so reinspazieren kann, sondern auch in so einer Fabrik oder einem Supermarkt, wo ganz viele unterschiedliche Leute rumlaufen. Das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes und das ist jetzt erstmal auch toll, dass man eine standardisierte Umgebung hat und egal wie jetzt so die Hardware aussieht und so eine Umgebung aussieht, man hat ein standardisiertes Kubernetes oben drauf und das ganze Deployment, hochskalieren, runterskalieren, Netzwerk zwischen den Containern herstellen, läuft alles standardisiert ab. Aus sicherheitstechnischer Betrachtweise heißt das natürlich umgekehrt, dass Kubernetes selbst mittlerweile auch ein Angriffsziel für Kriminelle und Attacker ist. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Sicherheitslücke in so einem Kubernetes-Cluster finde und da reinkomme, kann ich das wahrscheinlich auf ganz viele Organisationen anwenden und das ausnutzen. Das heißt, wenn wir uns jetzt um Sicherheit in so einem containerisierten Kubernetes-Umgebungsding kümmern und darüber unterhalten, gibt es 2 Ebenen, auf denen wir Sicherheit denken müssen. Das eine ist das Absichern des Kubernetes-Clusters selber. Darüber möchte ich heute gar nicht so viel reden. Da gibt es Tools da drin, die einem dabei helfen, Kubernetes aktuell zu halten, sicherzustellen, dass ich keine Sicherheitslücken in Kubernetes und in der Container-Runtime selber habe, die vielleicht dann auch sicherstellen, dass ich alles so konfiguriert habe, wie es nach Best Practices ist, dass ich nicht aus Versehen vergesse, die Authentifizierung anzumachen oder sowas oder erlaube Container plötzlich Privilegien und Sachen machen zu dürfen in so einem Cluster, die sie vielleicht gar nicht haben sollen. Da möchte ich gar nicht so viel drüber reden, sondern ich möchte eher darüber reden, wie man die eigenen Applikationen
in so einem Cluster absichern kann. Und was man da machen kann, um sich gegen Sicherheitslücken in den Applikationen, die in den eigenen Containern, die man selbst gebaut hat, dann sind, wie man sich da verteidigen kann. Und ein Tool, was ich dafür vorstellen möchte, ist das neue Vector. Warum möchte ich das vorstellen? Hat zwei Gründe. Also es ist am Ende ein Tool, was von uns von SUSE kommt. Aber der Hauptgrund ist, dass es komplett Open Source ist. Das heißt, wenn ihr containerisierte Anwendungen betreibt, insbesondere wenn sie in Kubernetes laufen, könnt ihr morgen hingehen und das Ganze ausprobieren, ohne jetzt irgendwie Dollar oder Geldmünzen oder Goldmünzen irgendwo reinzuwerfen. Was macht NeuVector und wie kann es containerisierte Anwendungen absichern? Das Ganze passiert auf zwei Ebenen. Einerseits in der Supply Chain von containerisierten Anwendungen, also beim Bereitstellen und Bauen von diesen Container-Images, bis ich die dann irgendwo in meinem Cluster rein deploye. Und dann aber auch zur Runtime, also während meine Anwendungen wirklich im Cluster produktiv irgendwo laufen und potenziell angegriffen werden können. Gucken wir uns diese beiden Ebenen mal im Detail an. Als erstes die Supply Chain. Und so eine klassische Supply Chain für eine containerisierte Anwendung sieht normalerweise ungefähr so aus. Es gibt den Entwickler, der produziert Code und irgendwann ist der Code gut genug und man hat es lokal getestet, es funktioniert alles und man committet das in ein Versionskontrollsystem, wahrscheinlich irgendein Git-Repository. Und dann gibt es normalerweise irgendeine CI/CD-Pipeline, die dann losläuft, vermutlich keine Jenkins-Pipeline mehr und die führt dann ein paar Tests aus und ja, baut dann das ganze Container-Image. Und das ist der erste Punkt, wo man so eine Security-Lösung wie NeuVector reinhängen kann, indem man nämlich dieses Container-Image, was man gerade gebaut hat, nach Security-Schwachstellen, Vulnerabilities, CVEs scannt oder gegebenenfalls auch Compliance-Violations scannt, wenn man jetzt irgendwelche Compliance-Frameworks einhalten möchte. Und dann kann man entscheiden, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fehlschlag habe, möchte ich jetzt so ein CI/CD-Bild fehlschlagen lassen oder möchte ich einfach nur den Developer informieren, dass er vielleicht was patchen muss, was updaten sollte. Wenn die Pipeline dann in Ordnung ist und ist der nächste Schritt, dass so ein Container-Image in eine Registry reingepusht wird. Das kann dann eine öffentliche Registry irgendwie im Internet sein oder es kann auch eine private Registry sein, die selbst gehostet ist. Das ist relativ egal. Dort kann man dann auch NeuVector reinhängen, sodass NeuVector dann regelmäßig alle Images, die in dieser Container-Registry drin sind, nach Schwachstellen scannt, sodass ich dann auch mitbekomme, wenn ich so ein Image vor 2 Wochen gebaut habe und jetzt dann eine Schwachstelle veröffentlicht wurde, dass ich das dann auch mitbekomme und da einen Alert bekomme. Dann, irgendwann möchte ich meine Anwendung natürlich auch online bringen und möchte die in einem Kubernetes-Cluster rein deployen. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten, wo man auch mit NeuVector sich integrieren kann. Das erste ist, dass so ein Kubernetes-Cluster ein Admission-Control-System hat. Das heißt, man kann sich in die Kubernetes-API reinhängen und dann zum Beispiel darauf horchen, wenn jetzt eine neue Anwendung, eine neue Version von meinem Container-Image zum Beispiel deployed wird, kann eine Anwendung das Ganze analysieren und dann Kubernetes sagen, hey, ja, erlaubt das oder erlaubt das nicht. Und das macht auch NeuVector. Man kann dann so Regeln anlegen in NeuVector und sagen, hey, ich möchte zum Beispiel verbieten, dass Container-Images in meinen Cluster neu reindeployed werden, die schon bekannte Security-Vulnerabilities haben, Schwachstellen haben, sodass ich nichts Unsicheres mehr reindeployen kann. Oder ich kann es ein bisschen komplexer machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, hey, Kubernetes, verbiete bitte das Deployen und das Anlegen von neuen Containern, die schon mehr als 5 Security-Schwachstellen haben, die eine Severity von hoch haben. Also die CVEs werden alle immer gescored und da gibt es dann so Severity-Scorings. Also wenn die 5 hohe da drin sind, dann verbiete das, aber auch nur, wenn die älter als 7 Tage sind und wenn es schon einen Patch dafür gibt. Weil wenn die vielleicht jünger als 7 Tage sind oder es noch gar keinen Patch dafür gibt, dann hatte ja auch ein Entwickler noch gar nicht Zeit, das überhaupt zu patchen. Dann will ich vielleicht das Deployment oder das Hochskalieren oder das Runterskalieren nicht verbieten. Und der letzte Punkt in so einer Supply Chain ist dann, die Anwendung läuft in einem Kubernetes-Cluster und auch da kann NeuVector regelmäßig alle meine Container-Images, die im Cluster laufen, die gerade jetzt produktiv sind, scannen und mir dann auch einen Alert geben, sobald eine neue Schwachstelle da gefunden wurde. Genau, das Ganze ist einfach zu administrieren und auch sehr wichtig, dass man halt weiß, habe ich eine Schwachstelle in meinen Container-Images oder nicht. Es reicht allerdings nicht,
nur Image-Scanning zu machen, um auch eine sichere Umgebung zu haben. Was meine ich damit? Es ist, wie gesagt, gut und wichtig zu wissen, habe ich Schwachstellen in meinen Containern, in meinem Code oder nicht. Aber was passiert denn, wenn ich jetzt eine Anwendung online habe, eine neue Schwachstelle wird veröffentlicht, wahrscheinlich irgendwie Samstag nachts oder selbst wenn es in der Woche ist, vermutlich irgendwann in der US-Timezone, wenn wir schon Feierabend haben, beziehungsweise am Schlafen sind. Und dann habe ich vielleicht eine Anwendung online, die eine Schwachstelle hat, die jetzt bekannt ist und ab dann wird die vermutlich irgendwie ausgenutzt. Und selbst wenn ich da direkt drauf reagiere, brauche ich vermutlich länger als irgendwie 3 Minuten, um das zu patchen. Und in der Zeit kann ich jetzt auch nicht unbedingt die komplette Anwendung offline nehmen, weil ich da vielleicht Millionen an Euro verliere direkt dabei, wenn so eine Anwendung mal eine Stunde oder zwei offline ist. Oder es gibt ja auch Schwachstellen, die veröffentlicht werden, wo es noch gar keine Patches für gibt. Oder vielleicht werden Schwachstellen ausgenutzt, die in meinem System von Attackern, die noch gar nicht veröffentlicht worden sind, sondern die einfach nur Zero Days sind oder einfach nur ausgenutzt werden. Oder es gibt zwar schon einen Patch für diese Schwachstelle, aber den kann ich gar nicht einspielen, weil mein Code noch gar nicht mit der neuen Version der Library irgendwie kompatibel ist und ich erst ganz viele andere Sachen updaten muss. Und dann kann es auch mal sein, dass dieser Prozess auch mal 2, 3, 4 Wochen oder so Monate dauert. Und kann ich dann auch die Anwendung 2, 3, 4 Wochen oder Monate offline nehmen? Vermutlich nicht. Das heißt, Scannen ist gut, um zu wissen, wie ist mein aktueller Status. Aber man muss damit umgehen können, dass man immer auch Software in seinem Produktivsystem am Laufen hat, was bekannte Sicherheitsschwachstellen hat. Und man muss sich da dann auch gegen verteidigen können. Das ist jetzt auch überhaupt nichts Neues im Containerumfeld. Das ist jetzt auch schon seit Jahren so. Und auch im klassischen IT-Betrieb hat man genau die gleichen Anforderungen, die gleichen Probleme und die gleichen Challenges. Wie kann man das machen? Wie kann man sich gegen bekannte oder auch unbekannte Sicherheitsschwachstellen verteidigen? Und da kommen wir zum der ganzen Komponente von Runtime Security. Runtime Security kann man auch auf zwei verschiedene Arten unterteilen. Das eine ist die Verteidigung zur Runtime gegen Schwachstellen, die jetzt in meinen Anwendungen noch nicht gepatcht sind, wo ich aber die Schwachstelle kenne. Das sind dann so diese klassischen Netzwerkattacken oder Attacken von der OWASP Top 10, also sowas wie Cross-Site-Scripting-Attacken, XSS, SQL-Injections, Cross-Site-Request-Forgery, alles, wo ich irgendwie, vielleicht wenn ich den Traffic scanne, bestimmte Patterns sehen kann und dann bestimmte Attacken automatisiert blocken kann. Log4Shell ist so eine andere, die jetzt in den letzten Monaten oder letztes Jahr sehr prominent war. Und da kann ich dann mit so Sachen wie Web Application Firewall regeln oder Data Loss Prevention regeln entsprechend dann sagen, okay, diese bestimmten Sachen, diese bestimmten Payloads, verbiete die und blocke die direkt, bevor die überhaupt in meine Anwendung reinkommen, weil ich diese ganzen Sachen kenne. Also nicht unwichtig, sollte man auf jeden Fall auch im Auge behalten. Das zweite sind aber die Sachen, wo ich dann halt vielleicht nicht die Attack-Vektoren kenne und noch nicht weiß, dass da irgendeine Schwachstelle ist. Und da kommen diese Zero Trust, also ich vertraue niemanden Controls mit rein. Was ein Vektor nämlich machen kann, ist, es guckt sich an, was sind die Netzwerkverbindungen in meinem System, also welche Container sprechen mit welchen anderen Containern und auch mit welchem externen System oder von welchen externen Systemen bekommen sie irgendwie Zugriffe. Ein Vektor kann sich angucken, welche Prozesse werden in den einzelnen Containern gestartet, also welche Binaries oder Skripte werden gestartet und welche Dateien werden gelesen oder geschrieben in den Containern. Und dann kann NeuVector ein Regelwerk darauf aufbauen, sodass man nur das, was das Verhalten ist, was man haben möchte, erlaubt wird und alles andere wird standardmäßig geblockt. Und so ein Regelwerk, das sind jetzt erstmal jetzt auch wieder nichts Neues, das sind vom Prinzip zum Beispiel im Netzwerkbereich Firewall-Regeln. Und man könnte die jetzt alle manuell erstellen. Und dann hat man so eine etwas größere Umgebung mit irgendwie 2, 3, 4, 5 Kubernetes-Clustern und irgendwie ein paar hundert Container und Anwendungen. Und da jetzt anzufangen, manuell Firewall-Regeln oder Process-Execution-Regeln oder Dateizugriffsregeln zu schreiben, ja, das kann sehr viel Arbeit und sehr mühselig werden. Und auf jeden Fall macht es gar keinen Spaß. Und vermutlich vergisst man da auch ganz schnell irgendwas. Und da kann NeuVector durch einen automatisierten Lernmodus helfen. Das heißt, man kann automatisiert lernen, was ist das Standardverhalten. Das sollte man vermutlich nicht machen in der Umgebung, wo vielleicht schon irgendwelche Attacker drauf sind, sondern vielleicht in einer sicheren Staging-Umgebung oder so.
Und dann baut NeuVector automatisch ein Regelwerk auf. Und dann kann man dieses Regelwerk zum Beispiel über Security as Code oder über Federierung dann in ein unsicheres System, ein produktives System, dann auch mit einem Klick oder mit einem Kommando überführen. Gucken wir uns das mal ein bisschen mehr im Detail an. Ich habe hier mal schematisch so einen kleinen Kubernetes-Cluster mitgebracht. Also wir haben hier in dieser gepunkteten Linie oder geschichtlichen Linie, das wäre jetzt der Kubernetes-Cluster, da sind in diesem Fall 2 Pods drin und jeder Pod hat 3 Container. Und die kommunizieren auch fleißig miteinander, also alle Container in einem Pod kommunizieren miteinander, die Pods untereinander kommunizieren innerhalb des Clusters und die bekommen auch Traffic von außen, aus dem Internet oder aus dem Intranet und kommunizieren auch wieder nach draußen. Also ganz viel Kommunikation, die da passiert. Und was NeuVector sieht, ist einerseits den sogenannten Ost-West-Traffic, also alles, was innerhalb des Clusters passiert an Kommunikation, genauso wie den Nord-Süd-Traffic, also alles, was aus dem Cluster außerhalb reinkommt in den Cluster und dann wieder rausgeht. Und NeuVector guckt sich diesen ganzen Traffic an und kann den dann entsprechend absichern. Und das Ganze nicht nur auf Layer 4 oder 3.4, also wer kommuniziert mit wem, sondern es macht auch eine Deep Packet Inspection und guckt sich an, was wird über die Verbindung denn genau gesprochen und kann dann auch das zum Beispiel das Layer 7 Protokoll limitieren, was auf dieser Netzwerkverbindung gesprochen wird. Was heißt das? Wenn jetzt zum Beispiel hier dieser Container mit diesem Container spricht und hier, das ist normalerweise immer eine MySQL-Verbindung darüber und da wird das MySQL-Protokoll darüber gesprochen. Dann sieht NeuVector das und kann einschränken, dass auf dieser Netzwerkverbindung auch nur das MySQL-Protokoll gesprochen wird und jetzt nicht plötzlich zu irgendwas mit HTTP gemacht wird oder DNS gemacht wird, weil vielleicht irgendein Attacker hier reingekommen ist und dann über irgendeine andere Sicherheitslücke, die man hier jetzt plötzlich ausnutzt, dann privilegierte Zugriffsrechte bekommt. Und das Ganze funktioniert nicht nur für Netzwerkverbindungen, sondern genauso auch für Process Execution und Dateizugriffe und das Schreiben von Dateien innerhalb von den Containern. Bevor wir uns das mal ein bisschen detaillierter angucken, wie das Ganze dann passiert und wie das Ganze aussieht, also ich möchte euch auch gleich ein Demo zeigen, weil behaupten kann ich ja immer sehr viel. Vielleicht noch ein Punkt und ein paar mehr Informationen zu diesem automatisierten Lernen. Also hier habe ich nochmal schematischen Kubernetes-Cluster mitgebracht als Grafik. Und in NeuVector kann entweder der komplette Cluster oder einzelne Pods und Workloads oder vielleicht auch Gruppen von Pods und Workloads in einen von 3 verschiedenen Modi sein. Der erste Modus, wo der komplette Cluster oder einzelne Pods drin sein können, ist der Discover-Modus. Das ist der sogenannte Lernmodus. Also wenn ein Pod im Discover-Modus ist, lernt NeuVector, was ist das aktuelle Verhalten und zum Beispiel für Netzwerkverbindungen, Process Execution oder Dateizugriff und bildet dann ein Regelwerk aus. Und dann irgendwann sagt man, ich habe jetzt alles durchgetestet, ich bin mir sicher, alles meine Funktionalitäten von meiner Anwendung wurden jetzt ausgeführt. Und dann kann man sagen, okay, einzelne Pods oder den kompletten Cluster, die überführe ich jetzt in den Monitor-Modus. Und im Monitor-Modus hört NeuVector dann auf, neue Sachen zu lernen. Das Regelwerk ist also fix. Ich kann das natürlich immer noch manuell editieren, Sachen hinzufügen, Sachen löschen. Aber es wird nicht mehr automatisiert gelernt. Und wenn dann irgendwas passiert, was nicht das Standardverhalten ist, wo irgendwas gemacht wird, was nicht von Regeln abgedeckt wird, bekomme ich einen Alert. Also zum Beispiel wird eine Netzwerkverbindung hier aufgemacht, die ich nicht erwarte, die nicht von Regeln abgedeckt wurde, bekomme ich einen Alert. Wird ein Prozess ausgeführt im Container, den ich nicht erwarte, bekomme ich einen Alert. Wird eine Datei zugegriffen oder geschrieben, wo ich es nicht erwartet habe, bekomme ich auch einen Alert. Es wird aber noch nichts geblockt, also alles funktioniert immer noch. Und der dritte Modus, wo ich dann entweder einzelne Pods oder meinen kompletten Cluster drin laufen lassen kann, ist der Protect-Modus. Da lernt NeuVector auch nichts Neues mehr. Und wenn jetzt irgendwas passiert, was von Regeln abgedeckt wird, wie zum Beispiel eine Netzwerkverbindung oder eine Process Execution oder ein Dateizugriff, bekomme ich immer noch einen Alert, aber der Zugriff oder die Verbindung wird auch komplett geblockt. Und das ist dann ein bisschen diese, was ich meine mit Zero Trust. Das heißt, selbst wenn ich jetzt eine Sicherheitslücke hier irgendwo habe und da kommt dann irgendein Angreifer rein und ich habe
vielleicht sogar den Payload dieses Angriffes gar nicht erkannt, weil ich dieses noch gar nicht kenne, kann der Angreifer in so einem Container dann nichts mehr machen. Er kann jetzt nicht irgendwie Curl ausführen, um sich irgendwelche Skripte runterzuladen, um nachher noch mehr Sachen machen zu können. Selbst wenn er Curl ausführen kann, kann er sich nicht auf seinem eigenen Server verbinden, um da Sachen nachzuladen oder Daten rauszuschicken. Er kann sich auch nicht jetzt plötzlich auf irgendwelche anderen Services im Cluster verbinden, um irgendwelche anderen Sachen privilegierten Access zu bekommen, wenn das nicht das normale Verhalten ist. Wenn meine Anwendung, mein WordPress zum Beispiel nur mit einer MySQL spricht, darf dieses WordPress auch nur mit einer MySQL sprechen und nicht irgendwo anders hin ausgehenden Traffic machen. Und so kann ich mich dann eben entsprechend auch gegen Sicherheitsschwachstellen verteidigen, wenn sie auftreten, auch wenn ich Sachen nicht patchen kann. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns das mal an und da sind bestimmt jetzt auch schon Fragen aufgetreten, die können wir dann vielleicht aber, da es sonst ein bisschen komisch ist mit dem Hin und Her, weil ich euch gerade alle nicht sehe, können wir vielleicht dann am Ende des Vortrags machen. Genau. Was habe ich jetzt hier vorbereitet? In diesem Fall habe ich jetzt schon einen Kubernetes-Cluster hier. Der läuft jetzt in einem Rancher als Kubernetes-Management-Tool, ist aber gar nicht wichtig, nur Vector läuft in jedem Kubernetes-Cluster, solange er standardkonform ist. Den Cluster, den ich vorbereitet habe, ist ja dieser zweite, der, gucken wir mal rein, hat jetzt irgendwie das ein bisschen größer, hat jetzt 13 VMs drin und ein bisschen Ressourcen, einigermaßen aktuelle Kubernetes-Version läuft hier drin und ich habe eine Anwendung vorbereitet, die wir jetzt gleich als Demo nehmen, das ist, gucken wir mal rein, so ein kleiner Webshop. Ich filter mal nur nach dem Webshop, damit das ein bisschen übersichtlicher wird. Und das ist so eine typische Microservice-Anwendung mit ganz vielen unterschiedlichen Microservices. Da gibt es dann irgendwo hier ein Frontend und ein E-Mail-Service, ein Currency-Service, ein Checkout-Service und so weiter. Wir können uns das Ganze auch mal angucken, dass wir vielleicht einmal das drauf sind und gesehen haben. Wenn wir jetzt hier auf die URL draufgehen, sieht man hier, da kann man jetzt so ein bisschen hier rumklicken. Man kann irgendwelche Sachen kaufen. Und ja, das ist jetzt alles, ist eine Demo-Anwendung. Ich kaufe es jetzt natürlich nicht wirklich, aber man hat ein bisschen Funktionalität hier drin. Was ich auch als Vorbereitung gemacht habe, neben dem Deployment von diesem Webshop, ist, ich habe NeuVector in meinen Kubernetes-Cluster reininstalliert. Also NeuVector läuft direkt als Anwendung auch mit in den Kubernetes-Cluster und kann dann diesen Cluster, wo NeuVector drin läuft, auch dann absichern. Und das habe ich in diesem Fall jetzt über den Rancher Marketplace gemacht. Hier sieht man direkt so eine Vector drin. Das habe ich da mit 3 Klicks installiert. Wie gesagt, läuft aber auch in jedem anderen Kubernetes-Cluster und kann man damit installieren. Ein Vorteil hier im Rancher ist, dass ich direkt dann einen Knopf habe, wo ich mir auch die NeuVector-UI aufmachen kann. Und jetzt kommt das Spannende, was NeuVector kann. Genau. Am Anfang bekomme ich erstmal schon mal eine Übersicht, wie geht es meinem Cluster und wie schätzt NeuVector so die Sicherheit von meinem Cluster ein. Und die ist jetzt in diesem Fall ja gar nicht mal so gut. In diesem Fall ist das gewollt von mir. Ich habe extra alte Container-Images reindeployed und ich habe extra keine Patches irgendwo eingespielt, damit man viele schöne rote Sachen sieht. Normalerweise ist das jetzt was, wo ich rangehen sollte und gucken sollte, okay, warum ist der Score denn so schlecht und wo müsste ich mal Sachen updaten und wie kann ich mich dagegen verteidigen? Gucken wir uns vielleicht als allererstes den ganzen Image-Scanning-Teil von NeuVector an. Das sieht man, den findet man hier unter Assets. Dort hat man dann einerseits Scan-Resultate über meine Kubernetes-Version selber. Da ist es in Ordnung, da gibt es jetzt gerade keine Sicherheitsschwachstelle, die hier gefunden wurde. Da muss ich nichts tun. Dann habe ich alle meine Server, die im Kubernetes-Cluster drin sind, in diesem Fall alle meine virtuellen Maschinen, hier aufgelistet und kann dann auch für jede virtuelle Maschine ein paar Details sehen und sehen, gibt es da in den Paketen und in den Tools, die direkt auf der Maschine drauf installiert sind, also nicht in den Containern drin, sondern direkt auf der Maschine, gibt es da einerseits Vulnerabilities, CVEs, oder gibt es da Compliance Violations, also irgendwelche Checks, wo ich irgendwas auf meiner Node nicht korrekt konfiguriert habe und vielleicht irgendwas anders machen müsste. Man sieht auch hier gibt es ganz viele, also zum Beispiel AppArmor müsste unbedingt mal upgedatet werden, glibc, so die klassischen Sachen, also ich sollte unbedingt mal einen Patch dran machen, auch Python und Ruby auf der Maschine haben auf jeden Fall CVEs drin und es gibt für alles Patches.
Und für jeden CVE sehe ich dann auch den Score und die Severity, wie das eingeordnet wurde und kann mir natürlich auch die Details anschauen, um rauszufinden, ist das jetzt was, wo ich direkt reingehen muss und auf jeden Fall jetzt was machen muss oder hat das vielleicht Zeit bis zum nächsten Patch schon. Ich bekomme natürlich auch, wenn ich jetzt hier irgendwo draufklicke, die Möglichkeit, hier auf den Link zu klicken. Dann bekomme ich dann auch zu der Quelle des CVEs, um dann nochmal mehr Details zu finden, um eine informierte Entscheidung treffen zu können. Das Ganze geht übrigens auch nicht nur auf einem SUSE Linux, das geht auch auf einem Ubuntu, auf einem Red Hat, auf einem Debian, auf einem Oracle Linux und auf einem CentOS und einem Rocky Linux und ja, wahrscheinlich habe ich noch 20 vergessen. Ich sehe neben den Nodes in meinem Kubernetes Cluster auch alle Container, die hier drin laufen. Das sind jetzt auch relativ viele, also ich habe einen recht großen Cluster mit ganz vielen unterschiedlichen Anwendungen und ich kann ja mal hier nach filtern, nach meinem Shop. Da sehen wir jetzt zum Beispiel, ich mache das mal hier ein bisschen größer, zum Beispiel den Recommendation Service oder irgendwo den E-Mail Service hier drin. Und für jede Anwendung sehe ich dann auch, welche Container, wie viele Container sind da im Pod drin, kann dann auf so einen Container draufklicken und sehe wieder ein paar Detailinformationen und aber auch, welche CVEs gibt es dann in diesem Container-Image selbst drin. Auch hier wieder extra alte Container-Images benutzt, damit man viel Rotes sieht. Compliance-Violations sieht man auch direkt hier, auch für die Container. Und ich möchte noch ein bisschen mehr zu Compliance sagen. Das eine sind ja Schwachstellen, wo es wirklich Sicherheitslücken ist. Das andere sind, dass ich vielleicht in meinen Container-Sachen mache, die ja nicht nach Best Practices sind. In diesem Fall wird mir zum Beispiel hier, werde ich gewarnt, dass die Zugriffsrechte für eine ganze Reihe von Sachen in den Containern sehr breit gestreut sind und das doch sicherer und besser wäre, wenn ich das ein bisschen einschränken würde. Und vielleicht sollte ich daran mal arbeiten, um einfach, selbst wenn jetzt jemand in den Container reinkommt, dass die wieder weniger machen können, weil sie nicht einfach zum Beispiel U-Mount oder ein Passwort ändern können oder sowas. Neben den Containern, die jetzt live in meinem Cluster drin laufen, sehe ich auch, habe ich hier auch alle meine Registries zur Verfügung. Ich habe hier so ein paar vorkonfiguriert. Man kann beliebig viele hinzufügen und dort sehe ich dann auch alle Images, die in meinen Registries drin sind. Hier zum Beispiel so ein Nginx-Image und kann dann natürlich auch da draufklicken und sehe dann die ganzen Schwachstellen in dem Image. Gucken wir uns nochmal ein anderes an hier. Nehmen wir mal die Anwendung, war die schön. Genau, hier ist es sogar so weit, dass Norvector sogar herausfinden konnte, was war denn das Docker-File, mit dem dieses Container-Image gebaut wurde. Und dann kann ich, wenn ich jetzt hier durchgehe, durch diese einzelnen Layer klicken und sehe dann, in welchem Layer wurden denn eigentlich die Security-Vulnerabilities hinzugefügt in das Container-Image. Und in diesem Fall sind jetzt zum Beispiel allein dadurch, dass ich hier jetzt NetTools und IO-Dyn installiert habe, sind hier die ganzen 586 plus 268 CVEs hinzugekommen, die ich mal patchen sollte. Wahrscheinlich einfach durch die ganzen Abhängigkeiten von den zwei Paketen. Diese ganzen Daten hier kann ich mir nicht nur anschauen, einerseits so basierten auf den Assets, also basierend, dass ich einen Container auswähle, ein Image auswähle, eine Node auswähle und mir dann anzeigen lasse, was gibt es da für Vulnerabilities, sondern ich kann mir das Ganze auch als Report generieren lassen, wo ich dann zum Beispiel alle CVEs auf einen Blick sehe und für jeden CVE dann sehe, okay, in welchen Images, auf welchen Nodes, in welchen Containern ist diese Schwachstelle denn drin. Und das Ganze kann ich mir noch exportieren, zum Beispiel, wenn es irgendwann generiert wurde, als PDF, um das dann auch irgendeinen Kollegen mal per E-Mail zu schicken. Genau das Gleiche auch für Compliance-Regeln. Habe ich auch einen kompletten Report von allen Compliance-Violations, die ich hier drin habe. Und warum hat es jetzt nicht geladen? Ja, jetzt hier ist drin. Und das Ganze kann ich natürlich auch konfigurieren. Hier sind ganz viele Compliance-Regeln vorher schon eingebaut und ich kann dann entscheiden, welche sind für mich wichtig und welche nicht. Und es gibt sogar fertige Listen von Compliance-Regeln, die jetzt für die einzelnen Frameworks wie GDPR zum Beispiel oder PCI wichtig sind oder vielleicht auch nicht wichtig sind. Und wenn das Ganze nicht reicht, kann ich auch meine eigenen Compliance-Regeln schreiben. Das klingt jetzt sogar fast ein bisschen langweiliger, als es eigentlich ist. Zum Beispiel ein Use Case, den ich letztens hatte mit einem Kunden, der sagte, oh, das ist ja super mit diesen Compliance-Sachen. Wir sind nämlich gerade dabei, dass wir
in allen unseren Anwendungen, die wir laufen haben, und das waren relativ viele, also irgendwie eine sehr, sehr hohe dreistellige Anzahl, da müssen wir jetzt von dem, das sind alles Java-Anwendungen, da müssen wir jetzt von dem Oracle, von der Oracle Java Runtime auf die OpenJDK Java Runtime aus lizenzrechtlichen Gründen wechseln. Und einfach nur herauszufinden, wo man überall noch irgendwie die Oracle Runtime drin hat, das ist gar nicht mal so trivial und sehr viel Arbeit. Und ich sagte, wunderbar, wir haben uns so einen Compliance-Check geschrieben, der wird automatisch in allen Containern ausgeführt und überall gecheckt, egal ob die in der Registry liegen oder live laufen. Und dort wird dann überprüft mit einem kleinen Skript, was da ausgeführt wird, wird da schon das OpenJDK benutzt und noch das Oracle JDK. Und innerhalb von Minuten hat man eine Liste von allen Sachen, die man noch patchen und updaten muss. Also man kann das für sehr viele coole Sachen dann auch benutzen. Und wenn man nicht die ganze Zeit auf so eine UI starren möchte, gibt es da natürlich auch Alerts drin, die mir das Ganze dann jedes Mal, wenn irgendwie eine Violation kommt, ein Scan-Report kommt mit einem CVE, mir das Ganze dann entsprechend auch, hier ist mal was, was critical ist, mir das Ganze entsprechend dann auch sagen. Und diese Alerts kann ich dann zum Beispiel auch in einen Slack-Channel oder in einen Teams-Channel oder was auch immer reinpasten oder reinposten lassen. Das ist ein bisschen der Scanning-Teil von NeuVector. Und das kann einem schon sehr viel Information geben und Sichtbarkeit geben, wie sicher oder unsicher ist meine Umgebung. Aber, ja, wie ich gerade schon während der Slides gesagt habe, genug ist das nicht. Wir müssen mehr machen, um uns abzusichern. Ich sage immer so gerne, Scanning ist so ein bisschen das Brot- und Buttergeschäft von Container Security. Man muss es auf jeden Fall machen. Es reicht aber nicht und man braucht irgendwie auch noch, keine Ahnung, Aufschnitt, Käse, Wurst, irgendwas, Marmelade darauf, auf dem Butter, auf dem Brot. Das gucken wir uns jetzt mal an als nächstes. Wie sieht das Ganze mit dem Runtime-Scanning aus? Ich habe hier wieder auch, unter Policy habe ich wieder auch alle meine Container drin. Wenn wir hier nochmal nach dem Shop filtern, sehe ich zum Beispiel hier wieder meinen Frontend-Service und meinen E-Mail-Service und meinen Recommendation-Service. Und hier sieht man jetzt auch, in welchem Modus diese Container gerade drin sind. Und im Moment ist hier alles im Discover-Modus. Das heißt, NeuVector lernt gerade, was jetzt hier alles ausgeführt wird und was hier normalerweise an Verhalten gemacht wird. Hier in den Details dazu sehe ich dann auch zum Beispiel, welche Prozesse hier gelernt worden sind. Den habe ich nicht aufgeräumt, den mache ich mal eben weg. Der kam vom Testen. Welche Prozesse hier ausgeführt werden. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, wird irgendwie Bash ausgeführt, wahrscheinlich weil beim Starten ein kleines Skript gemacht wird und dann wird eine Python-Anwendung hier ausgeführt. Ich habe hier auch die Dateizugriffsrechte, da ist jetzt nichts Besonderes drin, also wird da jetzt nicht großartig von dem Prozess nochmal zusätzliche Dateien geschrieben oder sowas. Und ich habe ganz viele Netzwerkregeln hier drin, wer kommuniziert mit wem. Ich mache das auch nochmal, ziehe das ein bisschen rauf, damit man es besser sehen kann. Und hier sieht man zum Beispiel, dass der Recommendation Service mit dem Product Catalog Service redet und das Frontend redet mit dem Recommendation Service. Die einzelnen Nodes reden auch mit dem Recommendation Service. Das sind die Kubernetes Health Checks. Und man sieht dann auch, dass das Monitoring mit dem Recommendation Service redet, um die Monitoring-Daten abzugreifen und ja, noch ein bisschen Kommunikation mehr. Gucken wir uns doch mal an, was jetzt passiert, wenn ich irgendwas zusätzlich in diesem Container mache. Ich gehe hier nochmal zurück und gehe hier auf meinen Recommendation Service. Und ich mache mir jetzt einfach mal hier in einem der Recommendation Service Instanzen eine Shell auf. Jetzt bin ich in dem Container drin und habe eine Shell in dem Container. Und ich kann ja mal hier einfach einen Request machen auf google.com. Ich benutze hier wget, weil curl in dem Container-Image nicht drin ist. Und es funktioniert. Also ich konnte eine Verbindung aufbauen und hat jetzt hier die Index.html runtergeladen. Wenn ich jetzt zu NeuVector zurückgehe und mal hier einen Refresh mache, sollten wir jetzt hier sehen, ja, hier hat er jetzt gerade vor ein paar Sekunden gelernt, dass wget ausgeführt wurde und hat eine Regel hinzugefügt, weil wir ja im Discover-Modus sind. Und wir sehen auch bei den Netzwerkregeln, dass jetzt hier wieder vor ein paar Sekunden eine Regel hinzugekommen ist, dass der Recommendation Service mit einem externen System, in diesem Fall mit google.com, reden darf. Ich lösche nochmal wieder diese Regel mit wget hier. Und dann möchte ich jetzt mal ausprobieren, was passiert denn, wenn ich jetzt diesem Recommendation Service hier nicht mehr im Protect-Modus habe, im Discover-Modus habe, sondern im Monitor-Modus habe. Also ich ändere jetzt den Modus hier, nur für diesen Recommendation Service erstmal.
Und man sieht es auch direkt visuell, das ist eine andere Farbe, das ganze Ding ist jetzt im Monitor-Modus. Und wenn ich jetzt zurückgehe hier in meine Shell in den Container und einfach genau nochmal dasselbe ausführe, funktioniert es immer noch. Geht zurück zu einem Vektor. Hier wurde jetzt allerdings nicht gelernt, also ich habe jetzt hier, können wir auch nochmal filtern, WGET ist jetzt nicht mehr hier drin, also es hat nichts Neues gelernt, das hat funktioniert. Und wenn ich jetzt unter Notifications gehe und unter Security Events, habe ich auch wieder gerade ein Alert bekommen, dass gerade hier im Recommendation Service WGET ausgeführt wurde, was nicht von Regeln abgedeckt wurde. Wunderbar. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich habe wieder meinen Recommendation Service und ich ändere jetzt nochmal den Modus und packe jetzt diesen ganzen Container in den Protect-Modus rein. Und jetzt sieht man hier, okay, wunderbar, der Pod ist im Protect-Modus. Und wenn ich jetzt in meine Shell hier reingehe und wieder genau das gleiche Kommando ausführe, ich muss nichts neu starten, dann wird sofort hier die Process Execution blockiert, WGET kann gar nicht mehr ausgeführt werden. Und wenn ich jetzt in die Notifications reingehe, sehe ich wieder ein Alert, dieses Mal allerdings critical, weil WGET ausgeführt wurde und das auch geblockt wurde. Jetzt kann ich natürlich sagen, das war jetzt ein Fehler, das braucht meine Anwendung, ich möchte WGET erlauben, dann kann ich auch direkt hier direkt schnell mal eben die Regel wieder hinzufügen. Jetzt sollte das Ganze wieder gehen. Wunderbar, funktioniert wieder. Und dann machen wir es mal andersrum, dass ich nochmal in meine Policies reingehe und dann vielleicht mal die Netzwerkregel rausmache, dass mein Recommendation Service mit externen Systemen überhaupt reden darf. So, hier, Recommendation Service nach extern. Die Regel lösche ich jetzt mal und speichere das Ganze ab. Und wenn ich jetzt hier reingehe und wieder genau dasselbe Kommando mache, kann ich jetzt den WGET-Prozess immer noch ausführen, aber meine Netzwerkverbindung timet jetzt aus und hängt hier. Und die wird jetzt blockiert. Und wenn wir jetzt zurückgehen Richtung meine Notifications, dann sehe ich hier auch, okay, gerade wurde geblockt, dass ich jetzt eine Verbindung zu dieser externen IP-Adresse, und das ist die IP-Adresse von googlebook.com, können wir uns auch mal draufklicken, dann sehen wir die WIST-Datenbank. Ups. Spannend. Hätte jetzt einen Link erwartet. Nun gut. Normalerweise sollte jetzt hier ein Link kommen, dass ich irgendwie auf eine WIST-Datenbank komme und sehe, dass es google.com ist. Muss ich mal reingucken, was da passiert ist. Mein ganzes System kann ich mir übrigens nicht nur so in Listen hier anschauen, wie wir es jetzt hier gesehen haben. Hier sind jetzt alle meine Anwendungen, die in meinem Cluster drin sind, drin, sondern auch in einem schönen Netzwerkaktivitätsgraphen. Dauert ein bisschen zum Rendern. Ich habe gerade gesagt, der ist schön. Der sieht jetzt vor allen Dingen gar nicht mal schön aus. Der sieht vor allen Dingen sehr unübersichtlich aus. Das liegt daran, dass ich ganz, ganz viele Anwendungen im Cluster drin habe und irgendwann, ja, wird es dann halt auch für so einen Graphen zu viel. Ich würde das mal nach nur den Anwendungen filtern, die in diesem Shop-Namespace drin sind für unsere Microservice-Anwendungen, die wir die ganze Zeit sehen. Und jetzt wird es, ja, das sind immer noch, immer noch ein bisschen was, aber man sieht jetzt hier, ich habe meine ganzen Workloads, die ganzen Services, das ist immer so ein Kringel hier. Zum Beispiel hier ist mein Recommendation-Service. Der ist hier auch grün markiert, weil er im Protect-Modus ist. Man hat trotzdem hier noch so einen roten Bommel dran. Das ist ein Indikator, dass es auch da CVEs gibt. Und man sieht hier dann auch die ganzen anderen Services drin. Ich kann auch vielleicht mal ein bisschen mehr reinscrollen, dass man vielleicht auch die Schriftgröße besser sehen kann. So. Und wenn man jetzt die ganzen Linien dazwischen, das sind dann die Linien, die Kommunikationslinien zwischen den einzelnen Anwendungen. Und man sieht, hier sind auch blaue Linien dabei. Das ist dann Traffic, der erlaubt wurde, zum Beispiel vom Recommendation Service hier zum Product Catalog Service. Man sieht aber auch rote. Das ist dann das, wo Traffic geblockt wurde. Wenn wir mal hier reingucken. Hier. Genau. Hier können wir zum Beispiel reingucken. Und hier sehen wir jetzt, das sind genau die Verbindungen, die hier, die gerade vor ein paar Sekunden geblockt wurde. Und irgendwann vor ein paar Wochen habe ich schon mal irgendwas hier geblockt auf einer anderen IP-Adresse. Was man auch machen kann hier, ist dann auch den Modus mal wieder ändern.
Und es gibt dann auch noch ein zusätzliches kleines Feature, das ganz spannend ist. Ich kann zum Beispiel auch hier direkt, wenn ich jetzt irgendwas analysieren möchte, direkt einen Packet Capture machen. Was heißt das? Ich kann hier auf Play drücken und jetzt alles, was gerade mit diesem Microservice passiert, an Traffic wird mitgeschnitten. Und wenn ich jetzt irgendwas gemacht habe, kann ich hier auf Stop drücken und kann mir dann diesen Traffic Capture runterladen und sehe jetzt nur diesen Traffic, der in diesen Container reingegangen ist oder aus diesem Container rausgegangen ist und kann mir das zum Beispiel in einem Tool wie Wireshark aufmachen und sehe dann zum Beispiel hier alle meine HTTP-Requests, so ein paar Health-Checks, die hier reingegangen sind und hier auch ein Request, der irgendwie nach Slash gegangen ist und kann mir dann die ganzen Header anschauen und den Body anschauen und so weiter. Und dann genau analysieren, was hier überhaupt passiert ist. Was man auch machen kann, ist, wenn, also dass NoVector es überhaupt machen kann, dass es den Traffic mitschneiden kann, liegt daran, dass es sich nicht nur anguckt, wer verbindet sich mit wem, sondern auch wirklich den Inhalt aller Pakete auf dem Network Stack sieht. Und was man machen kann, ist dann nicht nur diese Pakete irgendwie zu capturen und dann irgendwie über einen Download-Link rausgeben zu können, sondern man kann auch dann sich direkt gegen Sicherheitsschwachstellen, Sicherheitsattacken, andersrum, man kann sich dann gegen Attacken, die man kennt, wo man den Payload kennt, auch gegen verteidigen. Ich brauche mal ein Terminal. Sorry, das habe ich vergessen vorzubereiten. Und hoffentlich habe ich es noch in der... Ich habe es noch hier in der History drin. Ich muss nur einmal die URL aktualisieren. Was ich jetzt mal machen möchte, ist eine Log4Shell-Attacke gegen diese Anwendung fahren. Und zwar, was das Ganze macht, ist dieser Curl-Aufruf. Es sendet jetzt einen Request an diesen Webshop, genauso das ist die URL, die ich hier im Browser auch aufhabe. Und es setzt einen User-Agent-Header. Und dieser User-Agent-Header ist so eine typische Log4Shell-Attacke, wo ich jetzt hier von irgendwo ein Skript runterlade und das Ganze dann über BlaGNDI irgendwas ausgeführt wird. Und ich sollte vielleicht noch ein Fordern machen, damit ich auch die Response sehe. Und ich bekomme jetzt hier einen HTTP-405-Fehlercode, weil irgendwie die Anwendung nicht damit sagt, irgendwas Komisches. Aber auf jeden Fall ist genau dieser Request angekommen und ich bekomme auch eine Response. Was kann ich jetzt machen? Wenn ich nur Vector drin bin und ich gehe jetzt nochmal hier zu meinen Gruppen zurück und nehme jetzt mal hier den Frontend-Service raus und sage, hier möchte ich jetzt den ganzen erstmal auch in den Protect-Modus schalten, weil ich möchte ja da was blockieren. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, über Web-App für einzeln, unabhängig für jeden Pod, an verschiedene Web-Application-Firewall-Sensoren anzumachen, die dann den Traffic scannen und bestimmte Sachen blocken können. Was ist das Tolle daran, dass ich das je nach Pod unterschiedlich machen kann? Dieses Scannen ist ja, kann man sich vorstellen, vielleicht nicht ganz billig. Das hat ein bisschen Overhead, weil wirklich der komplette Traffic einmal durchgescannt und analysiert werden muss, der jetzt in so einen Pod reingeht über die Web Application Firewall. Und das will ich natürlich vielleicht für eine Log4Shell-Lücke auch nur da machen, wo sie auch wirklich ausgenutzt werden kann. Und vielleicht nicht jetzt vor einer Go-Anwendung, wo halt nie eine Java Log4Shell-Attacke ausgenutzt werden könnte. Oder eine PHP-Anwendung. Hier ist es jetzt der Fall. Also ich möchte mal den Log4Shell-Sensor hier anmachen. Und ja, der ist auch jetzt enabled und scharf. Und wenn ich jetzt genau das Gleiche nochmal mache wie vorhin und nichts kaputt gemacht habe, genau, hängt jetzt dieser Request und ich bekomme keine Response mehr. Und gleich bekomme ich wahrscheinlich irgendwie von einem Reverse-Proxy davon irgendeinen 502 oder so, weil der Reverse-Proxy, der vorläuft, einen Timeout bekommt. Wir können aber jetzt schon mal gucken, was in den Notifications passiert ist hier. Und ich sehe jetzt hier, okay, hier ist gerade eine Log4Shell-Attacke gelaufen, bekomme wieder ein Alert und kann mir jetzt auch hier direkt schon mal so ein Packet Capture anzeigen lassen und auch genauso wie gerade runterladen lassen kann, diesen Packet Capture auch runterladen, dass ich dann sehe, okay, was ist denn hier gerade für ein Request, hat diesen Web Application Firewall Sensor ausgelöst und kann dann zum Beispiel vielleicht analysieren und gucken, wo kam der denn her. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel diesen User Agent mit dem Payload, den ich gerade in Curl benutzt habe. Gut, das ist mal so eine
kurze Übersicht darüber, was NeuVector kann. Wir haben jetzt in einige Sachen noch gar nicht reingeschaut. Also das ganze Thema Admission Control haben wir noch gar nicht gesehen. Wir haben noch gar nicht reingeguckt, wie kann man bestimmte React-Sachen auch automatisieren, dass man zum Beispiel sagen kann, wenn so eine Log4Shell-Attacke kommt, möchte ich bestimmte Aktionen ausführen. Wir haben noch in das ganze Rollen- und Rechte-System nicht reingeguckt, wo man dann einschränken kann, wenn man mehrere Nutzer hat, welche Developer dürfen eigentlich welche Sachen in NeuVector machen und sehen. Und wir haben auch nicht reingeguckt, wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich mehr als ein Kubernetes-Cluster habe und wie kann ich das alles zusammenschalten. Also man kann da gut und gerne noch mal eine Stunde drüber reden. Wenn ich Interesse wecken konnte dafür, das freut mich natürlich. Und ich habe auch noch ein paar Links mitgebracht. Die kann mich auch gleich nochmal vielleicht, bringt vielleicht nicht so viel in den Chat reinzumachen, vielleicht ein Foto von machen oder so von dem Bildschirm. Das findet man aber auch ganz einfach im Internet, wenn man nach NeuVector und Dokumentation sucht, wäre das dann entsprechend hier die Dokumentation zu NeuVector und machen wir mal weg, wo man dann eine Installationsanleitung bekommt und nochmal durchgeführt wird, wie kann man es in die verschiedenen Kubernetes-Umgebungen installieren und wie kann man es dann benutzen.